Willkommen zurück zu Let's Play Other Side. Wir sind auf der wahrscheinlich letzten Etappe im Grinden, bevor wir dann wirklich zum Boss gehen. Ich weiß nicht mal, wie viel wir überhaupt hier in der Ära der Might machen können. Weil die jetzt halt schon an den Punkt ist, wo wir nicht einfach nur alles wegklatschen. Wir haben direkt eine Rettung. Sie ist nur anspruchsvoll. Gut, zugegeben, es ist anspruchsvoll in Ära 3. Falscher Button. Ich habe die Hoffnung auch immer noch nicht aufgegeben, dass Melody eine Eigenart entwickelt. Brauche ich 3 Marken? Ich meine, schadet sich ja nicht, eine 3. Marke zu haben, aber wenn ich halt HP verliere, die ich nicht hätte verlieren müssen, dann ist die Marke für den Arsch, weil dann muss ich eine Tochter opfern, um eine andere zu heilen und kann sie dann wiederbeleben. Dann habe ich die Marke auch wieder drin. Und wir sind ja noch nicht mal bis zum Kind gekommen, ne? Darf man auch mal nicht vergessen. Ich glaube, wir belassen es mal mit den 2 Marken, die wir haben, geben uns damit zufrieden und versuchen weiterhin, Klammer auf, vergeblich, Klammer zu, eine Eigenart für Melody zu bekommen. Aber wer weiß, irgendwann kriegen wir sie vielleicht, ja. Ich wäre für mich, ob man bis zum Kind kommen würde. Keep the room tidy. Ignore him. Ignore his leering eyes. Und das ist ja dann nicht mal der letzte Boss. Wir haben nach dem Kind ja noch einen Boss. So, also, was ist angesagt? Ich sehe schon wieder einen Infizierten. Okay, die Fluchhexe sind so weit weg, die sind irrelevant. Der Wurm, der kommt, aber der ist noch nicht relevant. Der Infizierte ist, glaube ich, nicht in Distanzvernichtungsrange. Prudence ist halt vor Providence dran. Wie weit kommst du? Ich glaube, ich werde einen Angriff vom Infizierten nicht verhindern können. Melody wäre sowieso nochmal vor dem Infizierten dran, aber dann glaube ich nicht mehr rechtzeitig. Ist schwierig. Wie gesagt, wäre Providence zuerst dran gewesen, könnte die hin und dann einen Init-Boost bekommen. Ich darf auch den Sprung vom Jäger nicht vergessen. Oder was ist jetzt? Ist noch ein Jäger oder ist schon Schnitter? Ist schon Schnitter. Prunes ist halt hier, glaube ich, auch besser aufgehoben. Wegen dem Infizierten. Um den Schnitter kann sich Providence alleine kümmern. Gehen wir mal bis hier hin. So. Einzige Frage, was machen wir mit Melody? Weil sie kommt nicht bis... Also ja, sie kann unter 50 fallen. Also noch einen Angriff, der vielleicht reicht. Aber dann ist sie A in Angriffsreichweite von dem Schnitter. Und Prunes ist nicht mehr rechtzeitig dran, um sie rauszuhauen. Hier mal noch so ran. Dann sollten wir außerhalb von der Distanzvernichtung sein. Und dann schauen wir mal. Es werden noch einige Gegner nachspawnen. Wenn wir Glück haben, ist keine Tochter. Klar, die gibt es ja auch noch. Den hatte ich vergessen. Nicht, dass er relevant ist. Kein Sprung. Sehr gut. Gut, dann... Kann ich mich irgendwie so bewegen, dass ich die Infizierten erreiche? Bis wohin muss ich, um den erreichen zu können? Bis hierhin. Und dann bin ich unter 50. Also dann bin ich auf 50. Und dann muss ich noch 2-mal angreifen, um den killen zu können. Ich meine, es sind noch nicht mal Spawnpunkte nachgespawnt. Also das würde gehen. Hm.
Ich glaube, ich mach's. Ja, war auch nicht der Plan. So, du hast Armor ab, das heißt, das suchen wir gar nicht erst. Wir ziehen uns einfach wieder zurück. So, dann. Erstens. Zweitens. Und weg ist er. Shred them down. Ja, Providence ist gegen so tankige Targets halt echt. So, und du hast Rüstung, habe ich gesehen. Na, mal gucken, ob wir das nicht ändern können. Können wir ändern. Und ich glaube, ich gehe unter 50. Ja. At last. But it brings me no pleasure. Ach, der kann mich ums Eck holen. Don't. Memories hurt. So, aber ihr seid trotzdem nicht rechtzeitig dran, weil Prudence wieder an der Reihe ist. Ja gut, und du. I could not protect them all. So, und da haben wir Spawn-Punkte. Eine Hexe und eine Larve. Okay, dann rennen wir der Larve doch gleich mal entgegen. Ich sehe, das fällt nicht. Weil die Säule im Weg ist. Das ist nicht schön, wenn sowas passiert. Wie gesagt, das fällt eben... Egal. Jetzt habe ich's und du bist tot. At last. Wenn ich das so sage, klingt, ob es korrelieren würde. Tut's aber nicht. Hm, naja, whatever. Ich habe mal wieder einen Crapload oder eine Erinnerung bekommen. Ich habe aber sogar eine neue dabei. Und die Larve rennt weg. Wer hätte es auch damit rechnen können? Und da ist ein Bild von dem Priester, wie er vorher ausgesehen hat. Reichen den nicht? Achso, weil es die Ecke im Weg ist. Aber so erreichen wir ihn. Unnecessary blow. So, Melody weiß nicht, wo sie hin muss, weil wir den nächsten Spawnpunkt noch nicht haben, also skip. I can't stop them. No one can. Okay, du bist egal. Wohin? Ich glaube, hier ist ganz sinnvoll. Oder hier, da kann ich da mit einem zornigen Regen drüber springen und dann den Infizierten killen, bevor der irgendwelche Spirenzien machen kann. Er ist vor dem Schnitter gespawnt, das ist schon mal gut. Und der Schnitter greift ja nicht in der gleichen Runde an, wie er spawnt. Das heißt, alles gut eigentlich. Also killen wir jetzt die Larve, bevor die nervt. I could not protect them all. So. Don't. Und schon wieder eine Erinnerung. Hurt. It will reap what suffering has sown. Hinzulaufen kostet mich und dann bin ich immer noch nicht. Das heißt, wir machen jetzt einfach so. Don't. Memories hurt. Jetzt ist ja egal, ob wir unter 50 fallen. Wir sind ja eh fertig nach der Runde. Striking. So. Nochmal. Und Melody gibt ihm den Rest. Bitter victory. Und lass mich raten, keine Eigenart.
How was that She comes ever closer to what I was. Sie hat eine Eigenart bekommen, Leute. Melody hat eine Eigenart. We've awoken from one nightmare. Lass mich raten, das ist eine beschissene. But we may soon live another. Nein, AP plus 10. Also mal der absolute Basic, um überhaupt benutzbar zu sein. A mystery has emerged from the void. Kunstfertigkeit. Basisrüstung plus 15%. Das ist gar nicht mal kacke, weil die Töchter haben alle eine Basisrüstung und viele Gegner haben keine. Achso, ist ja mal wieder ein Codex. Moment. Das ist eine sehr interessante Darstellung. Um sie mit Kunstfertig... Achso, sollte eine Lehmgestalt sein. Never mind. Hier steht wieder eine Rechtung und wieder nur anspruchsvoll. Und der Rest ist größerer Scheiß, also nehmen wir das. So, bei Rettung ist unsere langsame Schildträgerin nicht so gefragt. Sehen deine Augen anders aus? Ich glaube, so viel Lidschatten hatte die vorher nicht, oder? Oder spinne ich gerade? Ändert sich das Äußere der Töchter mit den Eigenarten? Ich meine, wäre ein cooles Detail. What more do you want? Also ich glaube, den Lidschatten hatte Melody vorher nicht. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, sie hatte ihn nicht. And this is where you die. Okay, wir haben wieder eine von den kürzeren Maps. Immerhin. Oh, der kommt schon ein bisschen weiter, wie jetzt die anderen. Beim letzten Mal. So, nochmal bis. Wie weit kommst du exakt? Okay, ich darf auf Höhe der lichten Seele, nicht weiter. Gut, da kommen die angewatschelt. Das kann man... beheben. Really? Shred them down. Danke. Und gleich die Seele hat natürlich richtig viel Licht runter. Die lichte Seele hat jetzt natürlich richtig viel Rüstung. Zeigt das Nächste dran. Das heißt, nicht bewegen. Die schien doch wieder so, dass Melodies AOE gerade so nicht trifft. Halt, nicht Umgehung. Oh, du stehst noch. Das ist beeindruckend. Aber klar, die haben ja auch mehr Rüstung. No mercy. Aber gegen Rüstung, da hab ich was. Really? Ich meine, ja, Prudence kann auch noch angreifen, aber ich würde Prudence auch gerne bewegen. Okay, machen wir so. Und so. Du bist ja nur eine Fluchhexe, ne? Ja, glaube ich, oder? I revel in her strength. Yeah. I can't stop them. No one. So, wo spawnt? Seuchenprophet, Seuchenprophet. Alles gut. Und hey, du kommst mal ein bisschen nach vorne. So, die Fluchhexe wird, glaube ich, nicht drankommen. Denn jetzt ist Providence an der Reihe. Jo. No mercy. Erwartungsgemäß. Gut, dann spawnt mal, Leute.
sehr schönes Positioning. Muss ich schon mal sagen. Eigentlich reicht das hier. So. Und so. Sorry, ihr seid's gar nicht wert, dass ich mich um euch kümmere. Okay, hier stehen wir der lichten Seele ein bisschen im Weg, aber sie kommt langsam voran. Und wir haben noch nicht den nächsten Spawn getriggert, also alles gut. 112 Rüstung, holy shit. Eins. Zwei. At last. But it brings me no pleasure. Auch immer noch die Hoffnung, dass wir halt irgendwann noch mehr Eigenarten bekommen. Wir haben jetzt mal die wichtigste Eigenart. Strike. Plus 10 AP. Das ist schon mal gut. Das ist somit die wichtigste. So, die lichte Seele ist in der nächsten Runde safe. Die könnten alle in der nächsten Runde schon safe sein. Wir haben einen Spawnpunkt, der jetzt gleich kommt. Der Rest kommt ja später. Bis dann sind alle nochmal dran. Ja, dann in Providence. Tschüssi. Da hinten. Komm schon, Leute. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Okay, nein, das ist alles gut. Nicht zu viel wünschen, sonst kriege ich es am Ende noch. Hatten wir aber auch nicht. Ich hoffe, dass die lichte Seele die letzte ist, die abhaut. Aber hey, gibt für alles ein erstes Mal. So. Klammer auf, ohne die plus 10 AP wäre Melodie jetzt hier nicht weggekommen. Gut zugegeben, ohne die plus 10 AP hätte ich auch nicht die Gegner fochen alle Melodie überlassen, ohne einfach mal anzugreifen, obwohl ich es easy hätte machen können. Aber hey, Level geschafft, wir haben unsere Wiederbelebungsmarke, keiner hat Schaden bekommen. Alles gut. Eigenart? Ja, wir haben die wichtigste, aber es gibt nie zu viel, ne? Ja, sie hat noch eine. Ah. Jetzt geht's langsam los. Ja, Entschuldigung. Together, you are stronger. So, Melody, zeig her. Inquisitorin, Schaden gegen verdeckte Kreaturen plus 30%, oder? Da klingt doch schon mal nach einem guten Start. Pro ist das neu. Oder spiele ich gerade komplett? Ich meine, kann auch sein. Okay, also wir haben Eigenarten bekommen, wir haben ordentlich XP bekommen, wir haben drei Wiederbelebungsmarken und... Was spawnt hier? So, ich brauche wieder einen Fluchhexen, die ist nicht so schwierig. Das war Providence daheim, die hat langsam ein bisschen zu viel XP. Nicht Level 13 werden, sonst kann ich keiner heilen. What more must we sacrifice before the end? Ich mache jetzt mal noch so lange, wie ich glaube, dass ich sinnvoll kann, ohne mehr zu riskieren, als ich bekommen kann. Und dann gehen wir in die nächste Ära. Joy will walk these streets again. Ein paar Würmer, aber die kommen von selber her. Die Verwüster, die sind noch ein bisschen weg. Du bist da, du bist die Hexe, never mind. Der Seuchenprophet ist auch noch ein bisschen weg. Wobei, die können wir eigentlich mal begrüßen. Hauptsache alle nah beieinander stehen. Dass egal wen, auf wen der Wurm geht, ihn instant alle angreifen können.
So, und Prudence, keine Ahnung, hier hin. Drei Würmer, aber ich habe nur zwei gesehen. Aber gut, das war der erste, hier ist Nummer zwei. Okay. Das kriegen wir hin. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, muss ich noch genug AP haben. So langt's nicht. Ich mach's trotzdem. Mal gucken, wo der letzte Wurm jetzt rauskommt. Der kann eigentlich nirgendwo rauskommen, was nicht im, ja, genau, Angriffsradius ist. Jetzt ist die Frage, kann Prudence durch Gegner durchschießen? Wir haben ja keinen AOE-Move, ne? Wer ist als erstes dran? Du. Du bist nicht dran. Falscher Move. Ich meine, es ist egal, weil der kann ja nichts machen, wenn er da hinten steht, aber trotzdem. Ich hätte so schöne AOE. Und dann haue ich ihn einfach raus. Ich bin echt bekifft. Wo muss ich denn, dass ich den angreifen kann? Hier. Gut, dann macht der erste Wurm den Abgang. A bitter victory. So. Tschüss. Oh, hey, sie hat's hinbekommen. Shred them down. So, Verwüster, komm her. Ja, das ist ein nettes Positioning, Kumpel. Nettes Positioning. At last. But it brings me no pleasure. Ich beklag mich nicht, aber. Ja, oh Gott. Prunes ist nochmal dran. Striking. Das ist ein Prophet, okay. Don't. Du. Memories erreichst. Hurt. Da steht keiner. Hä? Okay, erstmal bewegen, dass er nicht direkt neben dem steht, mit der Spawn. So, oh, tschüss. So, okay, nächster. Larven. Ich glaube, da ist Prudence die beste für. Zwei Gegner spawnen noch. Ja, keine Ahnung, so. So, du greifst ja nicht an, ne? Genau. Celeste, ja, ich meine, die kann auch. Und das Prunes ist ein bisschen flexibler, je nachdem, wo der nächste Spawnpunkt ist. So, bis der wieder dran ist, sind alle drei Ticks durch. Das ist Spawn. Was spawnt hier? Okay, wir können nicht wenden, dass der was angreift, egal wie wir es machen, also bleiben wir einfach hier. So. Mach mal so, dann greift er wenigstens Melody an und nicht Prudence. Memories hurt. Don't. Warte, Melody ist voll im letzten Tick ihres Angriffs nochmal dran? What? Wo macht das denn bitte Sinn? Ich meine, ich beklag. Ich meine.
Aber die Hitbox bewegt sich nicht. Soll das passieren? Ich hab's Gefühl nämlich nicht. Flesh is its canvas. Das war weird. Egal, du machst hier keinen Scheiß. Impressive. Halt, zu weit. Nicht plötzlich. Don't. Memories hurt. Das war wieder recht unfallfrei. Don't. Memories hurt. So, tschüss. Striking. So, und der letzte. Riecht immer noch nicht ganz. Aber jetzt können wir ja so machen. Gut, war jetzt egal, weil wir sowieso fertig waren, aber direkt mit 2:50 zu fallen, ist noch angenehm. Eigenart? That was that kind. Aber immerhin mal 2 bekommen. It is done. Ist besser wie nichts. What falls today may rise again tomorrow. Ja, und morgen geht's auch weiter auf Stichworte. Bis dahin, ciao.